Mein Jahr 2023. Am 16. Februar konnte ich das erste Mal wieder den Donnerstag vor Rosenmontag auf unserer Karnevalssitzung singen in unserer Behindertenwerkstatt. Das letzte Mal war Ende Februar 2020, wo ich das Stück mit Angela Merkel, Der Mund ist aufgegangen, vorgeführt hatte. Eine Woche später wurden wir von Corona überrannt. Diesmal führte ich meine Schlagergeschichte, meine Liebeserklärung an den 70er Schlager vor. Mein Chef hat dabei mit dem Handy gefilmt und im Hintergrund tatkräftig mitgesungen. Das Stück kam auch gut an. Am 21.04. hatte meine Assistentin Petra ihren letzten Tag gehabt und wir hatten mit einem gemeinsamen Freund und ihrer Tochter zum Abschluss Shiboreki gegessen. Mit Petra hatte ich zusammen den Kanal angefangen, mit Rezepten und Musik aufgenommen. Auch mit den Pilzesammeln, Schopfdinglinge, Wiesenchampignons beim Bauern hat sie mir geholfen. 2021 hat sie mit ihrem Mann beim Spazierengehen zwei Riesenwürste gefunden und mitgebracht. Der eine war hinüber und hatten den bei sich im Garten zerstreut. Ausgespurt sind sie aber beim Nachbarn. Den anderen haben wir in Scheiben geschnitten und eingefroren, denn ein ganzer Riesenwurst ist mir zu viel. Leider haben wir die Haut dran gelassen. Dieses Jahr im Juli sind zwei, haben wir die Haut entfernt, Entschuldigung. Dieses Jahr im Juli sind zwei beim Nachbarn gewachsen und wir haben diesmal beim Einfrieren die Haut drangelassen. Wir haben festgestellt, dass beim Einfrieren mit der Haut der Eigengeschmack und die Konsistenz des Fleisches erhalten bleiben. Beim Auftauen wird die Haut wieder abgelöst und der Pilz ist dann so toll einsetzbar. Als Riesenwurstpizza, Schnitzel, falsches Hirn mit Ei und vieles mehr. Ab Juni wurde ich von meiner neuen jungen Assistenz Henrika betreut. Mit ihr bespreche ich auch dienstags, was wir freitags kochen und stellen es auf den Kanal die Rezepte aus. Auch beim Pilze sammeln unterstützt sie mich. Netzhexen, Birkenpilze, Flaschenstäubling, orange-gelber Scheibenstreifling hat sie dieses Jahr von mir gelernt. Dieses Jahr bin ich auf 20 Pilzarten gekommen. Zum zweiten Mal hatte ich Corona gehabt in den letzten zwei Novemberwochen. Ich hatte Glück. Ich hatte die ersten zwei Tage nichts geschmeckt. Am dritten Tag kam der süße Geschmack wieder und ich konnte auch wieder Brot mit Aufschnitt essen. Der Geschmack ist immer noch nicht ganz da. Bin mal gespannt auf das neue Jahr. Ja, ich hoffe, dass ich wegen Pilzesammeln auch noch Pilzinteressierte vom Ort treffe, weil ich brauche jemanden, der mich unterstützt und für mich in den Wald die Pilze pflückt, weil ich selber aus dem Rollstuhl das ja nicht mehr kann. Ich konnte noch in der Kindheit laufen. Ja, und dann sehen wir uns bestimmt in eins meiner nächsten Videos wieder.